Herr Vojko Mitrić, Sie sind jetzt 1 Jahr und 10 Monate hier in Belp und haben gearbeitet an diesen Bildern. Pa šta sad da kažem? Ne znam, to ti znaš, kažem. Recimo s mukom popola. A šta? S mukom popola. A, dobro. Pa stvarno ne znam šta da kažem. Ja, weiß nichts, was zu sagen, das ist eine Arbeit eigentlich und ihm gefällt das. Kako je raditi za mene to? Und seit wann malen Sie? Koliko ima vremena kako već slikaš? Kad si počeo? Šta piše tamo u novinama? Pa ima od 97. 1997 hat er begonnen zu malen. To je koliko ima? 13, 14, 14, ja. Und wie viele Kirchen haben Sie schon gemalt? Koliko si dosta crkava oslikao? Šta stoji tamo? Tamo, 14, 15, ovo je 15. Ne brojim, neke sam uradio komplete, neke doppelt. Es ist schwierig zu sagen. Einige hat er allein gemacht, einige zusammen mit anderen Personen. Und neke einige su velke, neke eine, su male, ein Teil der Kirche, einige sind groß, einige sind da. Klein. Aber man rechnet so, als wir die gesucht haben, etwa, das ist eine, wo er bemalt hat, einfach so 13. Kirche, einfach diese. Die 13. Kirche. Ja. Aj, recimo, koliko? Ja. 13, ja sam rekao 10, 13. Tak možda, 13, a, kad se sve sklopilo. Ja, er sagt ja, zwischen 10 so und 13 Kirche. Ja, also, aber er erzählt das nicht, ja. Da. Und wie viele Stunden arbeiten Sie am Koliko Tag? Koliko sati slikaš dnevno? Pa normalno, radno vrijeme, 8, 9. 8, 9 stunde, eine Arbeitszeit ungefähr so. Ja. Und 6 Tage in der Woche? 6 dana u nedelji. Od ponedjeljka i subote. Welches Bild ist das schönste Bild, das ihm am besten gefällt? Koja ti se freska najviše sviđa koju je do sad uradio? Ukupno? Ukupno, sve, ja, sve. Pa malo glupo pitanje. Dobro, ja. Pantokrator ovdje. Pantokrator in der Kirche. Da skratimo, ja. Er sagt, es ist schwierig zu sagen, aber Pantokrator gefällt ihm hier einfach von dieser. Ima von toga alle na Kirche, hiljade. Einfach hier, wenn man hat. Na hiljade toga also ima dosta, tako. Da. Es gibt viele, einfach tausende Bilder, die er gemacht hat, aber diese gefällt ihm am besten. Okay, also vielen Dank und alles Gute für Sie. Hvala i sve najbolje za tebe. Također. Boris, du gehörst zur serbisch-orthodoxen Gemeinde hier in Belp. Genau. Und ihr habt heute gefeiert, dass der Maler die letzten Pinselstriche gemacht hat. Mhm. Was bedeutet für dich, dass die Kirche nun ausgemalt ist? Es bedeutet für mich, dass ich eine Ebene oder eine Gelegenheit mehr habe, mich während dem Gottesdienst zu vertiefen. Also eben zum Beispiel der Weihrauch, die Ikonen, der Gesang, das sind alles so Sachen, die einem, dem Gläubigen helfen, sich während der Liturgie vertiefen zu können. Nicht auf einer emotionalen Ebene, sondern vielleicht eher auf die seelischen Ebene. Welches Bild gefällt dir besonders? Also besonders herausragend fände ich die Weihnachtsszene hinter uns. Hinter, ja. Genau. Ich glaube, wichtig bei den Ikonen ist, wie der heilige Vasil der Große sagt, dass sie uns schweigend erzählen, was uns das Wort sagt. Und das ist bei diesem Bild sehr sichtbar. Also die Szene erzählt den ganzen Abschnitt aus der Bibel, also die Geburt Christi. Und es erzählt es besser vielleicht, als es viele Worte könnten. Man schaut sich vielleicht kurz ein Bild an und dann vertieft man sich kurz in die Bedeutung des Bildes, zum Beispiel der Auferstehung, was es für mich als Gläubigen bedeutet, für die Menschen allgemein.
Und dann geht man vielleicht in diese Tiefe hinein und versetzt sich da hinein und versucht dadurch vielleicht ein Gebet aufzubauen. Warum sind die Bilder wichtig? Bilder sprechen uns auf einer anderen Ebene an als bloße Worte. Unser Glaube ist ja nicht nur im Kopf, ist nicht nur intellektuell, sondern ist etwas, was uns das ganze Menschenwesen betrifft. Und ja, Bilder sind etwas, was auch Kinder verstehen können, was jeden anspricht, ganz unmittelbar. Und darum sind sie auch wichtig, weil sie auch die visuelle, die sinnliche Ebene des Menschen mit einbeziehen in den Gottesdienst. Schwierigste ist, wenn kommt Ende. Dann bekommt er, hat keine Lust zu arbeiten. Und das zeigt eigentlich, das ist ihm schwierig. Ich habe ihm gesagt, ja, er will das nicht anerkennen eigentlich.